Für mich bedeutet die digitale Bildungsrevolution, dass wir eine Möglichkeit haben, die jungen Leute, unsere Studierenden, da abzuholen, wo sie stehen. Nämlich, sie gehen um mit den digitalen Medien, es ist absolut normal, auch mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist eine Herausforderung für die Lehre. Und die Chance, die ich darin sehe, ist, dass wir ergänzen können, dass wir Studierende unterstützen können, dass wir ein breites Angebot machen an Selbstlernen und Selbstausprobiermöglichkeiten. Und deswegen freue ich mich auf den Einsatz von neuen Medien. Die zusätzliche Bestätigung, dass das live gesprochene Wort immer noch das eigentliche Monopol für die Vermittlung des Wissens hat. Dass jedem Lernenden individuelle Lernwege eröffnet werden. Aus meiner Sicht ist von der digitalen Bildungsreform in bundesdeutschen Schulen noch nicht allzu viel angekommen. Dinge schneller zu bekommen. Für mich bedeutet das, alle Kinder mitzunehmen auf diesem Weg und zu schauen, was sie wirklich brauchen. Für mich bedeutet das, immer und überall lernen zu können und vernetzt zu sein. Eine enorme Zeitersparnis in der Wissensermittlung, wenn man beispielsweise Standards vorab schon in einem E-Learning-Programm zur Verfügung stellt. Eine Erweiterung der Bildung. Zeitlich, flexibel und ortsunabhängig. Ich bin als Historiker irgendwie ständig mit Revolutionen beschäftigt und habe das Gefühl, wir erleben keine Revolution, sondern eigentlich eine Evolution. Das bedeutet eine ganz neue Form von Lehre. Die Wissensaneignung wird sich nicht so sehr ändern, ob ich ein Lehrbuch mehr anschaue oder digital versuche, das Aufgearbeitete aufzunehmen, ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber die Lehre wird sich sehr diversifizieren müssen. Dass ich neu über didaktische Konzepte nachdenke. Digitale Bildungsrevolution beginnt beim Individuum, beim Einzelnen. Wenn der das nicht verstanden hat, kann auch keine Revolution beginnen. Das bedeutet Bildung für alle und neue Lernformate. Sie bedeutet eine neue Pädagogik und sie bedeutet vor allen Dingen auch, alle dazu fähig zu machen, mit der Digitalisierung umzugehen. Keine Angst mehr zu haben vom Digitalen, sich darauf einzulassen und sich da zu öffnen. Befähigung zum selbstgeleiteten, autonomen Lernen. Viele neue Ideen, viele neue Methoden, aber auch kritische Fragen, wie zum Beispiel, was Rechte angeht, Urheberrechte angeht, Personenschutzrechte und so weiter. Es ist eine Chance, das Lernen zeitgemäß zu gestalten, interaktiv und auch interessant für die ganzen Studierenden. Das gemeinsame Lernen mit einer multikulturellen Belegschaft in so einem Online-Kurs hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für mich ist es einfach gesellschaftlicher Wandel. Also es gibt einfach so Prozesse in der Gesellschaft, die einfach eigenen Lauf nehmen. Aus der Präsenzlehre mit Menschen, also aus der normalen Lehre, quasi alles, was so reine Wissensvermittlung oder Faktenlernen ist, rausgezogen werden kann. Bildungsrevolution ist Quatsch. Das ist keine Revolution. Das war absehbar. Auch die Zukunft ist in 2-3 Jahren absehbar. Für längere Zeiträume kann man allerdings wenig vorhersagen. Die elektronische Aufzeichnung meiner Vorlesung. Vielfalt in der Methodik und Zugänglichkeit für eine große Masse, also für viele Menschen. Verstärkte Individualisierung des Lernens.